Herzlich willkommen bei Zum Fachwirt. Mein Name ist Jasper Quast und in diesem Video geht es um die Smart-Methode. Wofür stehen die Buchstaben und wofür benutzt man diese Methode? Genau darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Beginnen wir damit, wie die IHK uns in das ganze Thema einführt. Das ist beim Fach Unternehmensführung und es geht darum, verschiedene Führungsinstrumente zu haben, ja, oder verschiedene Arten, wie man führt. Unter anderem gibt es da die Führungsmethode mit Zielvereinbarung. Das heißt, dass man jeweils mit den Mitarbeitern gemeinsam Ziele entwickelt, die sie dann halt erfüllen. Und das macht man mit gemeinsamen Vereinbarungen. Das heißt, wir haben ein Führungsziel, wo man den Mitarbeiter mit einbezieht. Ja, ganz wichtig. Und nebenbei hat man den tollen Effekt, dass die Ziele, die aufgestellt werden, akzeptiert sind, genau geplant und vor allem auch machbar. Weil manchmal denkt man sich als Chef, dieses und jenes soll der Mitarbeiter jetzt machen, aber der Mitarbeiter weiß unter Umständen viel besser, wozu er in der Lage ist und hat viel mehr Einblick in die genauen Arbeiten, die man von oben eventuell gar nicht hat. Das heißt, es ist ein bisschen auch eine Form, eine Mischung von Top-Down- und Bottom-Up-Planung. Dazu dann in anderen Videos mehr, falls Sie es nicht schon wissen. Also beginnen wir damit, was die verschiedenen Buchstaben bedeuten. Ja, das lernt man einfach auswendig. Ja, SMART. Spezifisch, messbar, attraktiv, realisierbar und terminiert. So, wenn Sie diese Wörter haben, können Sie sich den Rest daraus herleiten. Ja, was bedeutet spezifisch? Spezifisch bedeutet, dass es unmissverständlich formuliert ist. Ja, ganz spezifisch. Und vor allem, da haben wir wieder, dass der Mitarbeiter mit eingebunden wurde, dass es an den Aufgaben und auch den Möglichkeiten orientiert ist. Ja, genau auf den Mitarbeiter angepasst. Ne? Spezifisch. Zweites, messbar. Messbar muss immer alles sein, damit wir es kontrollieren können. Und nicht nur wir, auch der Mitarbeiter. Ja? Das heißt, der Mitarbeiter muss schauen können, wie weit bin ich denn jetzt schon? Wie viel muss ich jetzt in den nächsten paar Tagen machen? Ja, und da habe ich hier das Beispiel vom Umsatz bei einem Vertriebler. Man könnte beispielsweise sagen, bei dem Jahr 2015 hat der Mitarbeiter 100.000 Euro Umsatz gemacht. Und wir möchten immer ein gewisses Wachstum haben, weil er auch mehr Erfahrung sammelt. Und wir sagen jetzt dieses Jahr 5% mehr. Ja? Und dann kann er in jedem Monat schon gucken im Vergleich zum vorherigen Monat, aus dem vorherigen Jahr, habe ich das jetzt messbar erfüllt. Ja? Ganz wichtig auch zur Motivation. Es darf nicht zu hoch sein, sonst ist man frustriert. Und es darf nicht zu niedrig sein, sonst ist man nicht motiviert. Attraktiv. Das heißt, alle Beteiligten sind einverstanden. Ja? Es ist ein attraktives Ziel. Nicht von oben vorgegeben und der Mitarbeiter denkt sich, ach Mann, wie soll ich jetzt 20% mehr schaffen als letztes Jahr? Das schaffe ich doch eh nicht. Und dann sinkt die Motivation, weil man schlecht gelaunt ist, weil man sich denkt, das schaffe ich doch eh nicht. Deswegen ganz wichtig, dass es für alle Beteiligten attraktiv ist. R, realisierbar. Ja? Das ist nochmal genau der Punkt. Die Ziele müssen erreichbar sein. Ganz wichtig, sie müssen realisierbar sein. Sonst nützt einem das höchste Ziel nicht, wenn man es nicht umsetzen kann. Und am Schluss terminiert. Und das ist jetzt eine Sache ganz wichtig. Das sind wieder Wörter, die öfter oder ein Wort vor allem, das oft vorkommt. Meilensteine. Das heißt, meinetwegen, es sind 12 Monate und ich setze mir bestimmte Meilensteine. Das kann dann in Zeitform sein, am Ende jedes Monats. Oder auch immer, wenn ich zum Beispiel 20% in 20% Schritten mein Ziel erreicht habe. Das heißt, man macht einen Meilenstein, an dem schaut man, was habe ich erreicht, wo waren vielleicht die Probleme und was möchte ich in Zukunft anders machen. Sehr wichtig. Aber auch der Abschlusstermin. Ne? Bis wann muss ich fertig sein? Diese Terminierungen sind immer eine Orientierungshilfe, damit man schauen kann, wie geht es jetzt weiter. Und zum Schluss eine Auswertung. Auswertungen dürfen niemals fehlen, weil wie soll man sich verbessern, wenn man nicht schaut, was ist vielleicht falsch gelaufen? Oder auch, was ist besonders gut gelaufen? Was kann ich den anderen Mitarbeitern sagen? Ja? Vielleicht hat Person A in der Akquise einen ganz bestimmten Trick. Und der klappt super, ist aber sagen wir, kann ein bestimmtes Produkt nicht so gut verkaufen wie jemand anderes, der in der Akquise generell wiederum schlechter ist. Ja, das heißt, die Auswertung ist nicht negativ zu betrachten, sondern sowohl positive als auch negative Dinge kommen, damit wir lernen. So viel zur Smart-Methode. Auf jeden Fall auswendig lernen und ich finde, wenn man die jeweiligen Begriffe kann, ja, ich sag's nochmal, spezifisch, messbar, attraktiv, realisierbar und terminiert. Ja, dann kann man sich den Rest eigentlich auch herleiten.
Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal, schaut auf der Seite vorbei, kauft eventuell eins der Programme oder schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich warte auf eure Anregungen. Vielen Dank.